So wie ich jetzt hier festsitze, habe ich wohl viel Zeit totzuschlagen. Deswegen... Liebes Tagebuch. In unseren Flitterwochen haben Oliver und ich eine Reise nach Alabastia gebucht. War so ein Billigreisebüro und da wir uns keinen Flug leisten konnten, haben wir uns dazu entschieden, die Reise zu Fuß anzutreten. Die Gruppe, in der wir gereist sind, war gewalttätig und manche hatten sehr schlechte Körperhygiene. Ich meine, der Geruch war kaum auszuhalten. Und als wir dann an unserem Ziel ankamen, war irgendwie auch alles scheiße. Ich meine, was denken sich diese Spasten eigentlich? Sieht so ein vernünftiges Hotel aus, die Häuser muss man erstmal selber bauen und überall rennen solche Scheißviecher rum, die einen umbringen wollen. Hallo? Ich meine, wenn ich erstmal wieder zu Hause bin, dann gibt das Haus sowas von eine schlechte Bewertung. Ich könnte hier komplett ausrasten. Was ist das hier für eine Scheiße? Olfi, ich habe eine Idee. Wir können uns da drüben in den Berg rein ein richtig krasses Haus bauen. So. Ja, hatte ich auch schon so überlegt. Und auch auf dem Berg drauf. Und wir bauen uns von hier aus eine Brücke rüber, weißt? Ey, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ne? Es gab ja ein paar Leute, die haben so behauptet, hey, Olfi, hast du irgendwie Streit mit Wolre? Warum kam jetzt so lange nichts mehr mit dem oder so? Hä? Nein? Und bei Wolre kamen irgendwie genau andere Fragen. Das war noch gruseliger. Und ja, weil bei mir, da haben immer noch ein paar Leute gedacht, dass wir irgendwie zusammen sind oder so. Was auch stimmt. Also da können wir jetzt natürlich... Alter, das Skelett ist richtig am Aimen. Was ist los mit denen? Ja, das ist dumm. Die sind mega stark. Probier jetzt irgendwie das Holz zu nehmen. Ich probiere mich irgendwie da drüber zu bauen, okay? Wir sind gleich da, Wolre. Ein Herd. Willst du mich verarschen? Wie overpowered sind diese Viecher? Die sind voll gut, ne? Jona Äppler schreibt sie an. Boah, wie zur Hölle? Können sich ja so viele Skelette, das ist doch. Als ob! Gib es dem Enderman hart, Alter. Junge, ohne Rüstung gebe ich es dem Enderman. Jetzt direkt nochmal auf ihn drauf. Der ist fast tot, der Enderman. Ich hab gleich eine Enderpearl. Okay, leckt gerade wieder. Immer wenn ich sterbe, leckt es bei mir am Anfang. Ich glaube. Guck mal, wir sind die Einzigen, die ganze Zeit verrecken. Wir sind die Einzigen, die so scheiße sind. Was ist los mit uns? 3 Wochen später. Ich habe den Grundstein für unser späteres glückliches Leben gelegt. Ich glaube, es ist... Hast du Holz? Nee, ich habe gar nichts. Ich bin 100 Mal gestorben. Leider keine Tür bauen. Nimm mal die wichtigen Sachen, und zwar die Spitzhacke, die ist wichtig. Ich baue weiter Stein ab. Ich habe hier runtergeschmissen. Hier muss doch irgendwo Kohle sein. Da oben ist Kohle. Olfi, gib mir die Spitzhacke. Ja, einen Moment. Oder gib mir 2 Sticks. Ich habe keine Sticks. Mal, da oben ist Kohle. Ich habe gleich Kohle. Wir haben gleich Fackeln. Oh, was? Ich mach 2 Steinschwerter, okay? Ja. Olfi, die Kohle. Oh mein Gott, wir haben gleich Fackeln. Das ist so geil. Oh mein Gott, wir sind ja richtig geil, Alter, sind wir. Weißt du, wie tief wir schon gesunken sind? Weißt du, wir freuen uns hier gerade schon über Steinschwerter und Fackeln. So, ja, oh mein Gott. Steinschwerter. Alter, das ist der größte Verdienst, den ich in meinem Leben je geschafft habe, eine Fackel zu bauen. Oh mein Gott. Das könnte doch was werden. Oh, da kommt ein Zombie. Ich probiere den mal normal zu töten, um an sein Fleisch zu kommen. Ja, ich bringe uns gleich was Holz mit, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, warum ich die ganze Zeit damit mit meinem Steinschwert das Holz abbaue, aber egal, Waffenverschwendung ist ja auch immer drin, ne? Scheiß Zombie hat nichts gedroppt. Ich habe schon 21 Holz. 21? Und das von dem normalen Holz sogar. Ey, irgendwie nicht 21. 21 habe ich gehört, ist eine böse Zahl. Ach du Scheiße, Mann, Olfi. Ja, was okay, ist? Die fangen alle an zu brennen. Och, Mann, geh bitte. Oh mein Gott, er springt mich an. Oh mein Gott, er portet sich. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Wolre, ich habe das Gefühl, ich krieg gleich ein riesiges Problem. Leute, was mache ich hier? Problem. Wo ist das Crafting-Feld? Oh mein Gott, das ist so verwirrend. So, pass auf. Das. Mach ich mir erstmal eine Pickaxe, eine Holz-Pickaxe. Oh. Weißt du, was das Erste ist, was ich machen werde? Was denn? Diese Brücke hier verschönern. Ja, ne? Das ist das Erste, was ich jetzt mache. Das ist Priorität Nummer 1. Ich baue mir dafür. Ich mache mir jetzt aber erstmal alle Werkzeuge, die es gibt, aus Stein. Weißt du, woran mich das erinnert? An den Olvi-Day. An den Olvi-Day. Der Olvi-Day, genau. Den haben wir nur nach dir benannt, weil du auch der einzige Teilnehmer an dem Projekt warst. Genau. Nee, aber daran erinnert mich das wirklich. What? Wo bist du? Runtergefallen. Wow, du bist aber ich habe jetzt gleich die ganzen Sachen mit, die da runtergefallen sind. Die sind hier unter der Brücke. Bin... Nein! Halbes Herz! Nein. Noch ein Skelett! Ich werde sterben! 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 Ich liebe dich! Wie soll ich hier überleben? Was? Mama! Alter Äppler, ist es dein verfickter Ernst? Ich hab dir gerade geschrieben, ich nehme jetzt auf
Und der schreibt mir jetzt, komm auf meinen TS. Schnell, los, los. Da ruft er mich noch an, dann schreibt er mich noch 15 Mal an. Äppler, wenn du das hier siehst, dann ich hasse dich. Ich okay, dich nee, auch. Nein, Spaß, du bist ein netter nicht. Dude. Du bist echt voll nett. Wenn ich nicht schon mit Olvi zusammen wäre, dann hättest du gute Chancen bei mir. Ich persönlich mag ja Champignons, aber sag's bitte nicht meiner Mama, weil die hat's mir verboten. Dann töte ich jetzt endlich mal den Enderman. Ey, weißt du, du willst gerade rennen und sprinten und genau in dem Moment geht der letzte Hungerbalken weg und du kannst dann nicht mehr sprinten und dann bin ich so runtergefallen. Super. Enderman. Guck mal hier. Kriegen wir noch ein bisschen Verschönerung. Ich habe uns noch ein paar schöne Blumen mitgebracht. Guck mal hier. Hier haben wir eben alle versucht, die Folge zu starten und jetzt haben wir hier schon eine schöne heimische Landschaft. Schau mal, hier hast du erstmal zwei volle Suppen. Einen Setzling. Hier, den Pflanzer bei Männer an. Ich mach jetzt erstmal mich noch ein bisschen auf einen Trip mit Suppen. Suppen, du bist auf einem Suppentrip, okay. Ja, Alter, Olvi, ich habe eine richtig geile Idee. Wollen wir die Suppentour 2016 starten? Da fahren Alter, wir durch ganz Deutschland und gehen Suppen essen. Ja, und aber nur bei Zuschauern. Und die nutzen wir dann noch gnadenlos aus und kacken dann nur in ihr Bett. Also, da bin ich ja 18 im September, dann geht das. Wir können echt die Suppentour machen. Dann machen wir die Suppentour. Also, ah! Der Enderman stand hinter mir! Ja, ich habe ihn getötet! Was? Du hast deinen einzigen Freund getötet? Du hast ja keine anderen Freunde, das weißt du schon, oder? Und ich... Guck mal! Ich hab einen grünen Grasblock! Wir können eine fliegende Insel bauen, die grün ist! Das ist meiner! Warte, gib dir mal... Der ist nicht gehackt, das ist voll schön! Ich will ihn auch mal anschauen, bitte! Nein, das ist meiner! Gib ihn, bitte! Nein, das ist meiner! Du kannst dir mal meine Eier angucken! Nein! Die sind so groß! Oh, Olfi! Olfi, das ist vielleicht ein bisschen schnell, wir kennen es doch noch gar nicht. Oh, das ist schon... Ich glaube, den heutigen Tag werde ich nie vergessen.